ein Gottglaube, der Leute erwählt und also das hat geschnüffelt bei mir nach dem Namenlosen. Wenn du Novadi konsequent spielst, dann sprengt deine Gruppe innerhalb der ersten drei Sessions. Halt ein Novadi bei sich zu Hause zu spielen, ist vom Prinzip her, will mal sagen, fast langweilig. Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Folge 24, das Wüstenreich. Dort, wo Sonne und Sand sich brennend küssen, wo Sterne über Oasen sich ihr eigenes Antlitz verlieben und Gebirge wie Hände nach dem Himmel greifen, dort, wo der beste Streit und der treueste Bruder zu finden sind, dort haucht Rastulla uns den Wind durchs Haar. Dort schlagen wir unsere Zelte auf. Und damit, huhu und herzlich willkommen hier beim Koali und zu einer neuen Runde, einer neuen Folge von Neulich in Aventurien. Und wie ihr ja gehört habt, schlägt es uns heute in die Wüste, denn Ulysses hat ein neues Regionalheft, einen neuen Regionalband gedroppt, nämlich das Wüstenreich, die Kom. Und ja, wie sich das für die fünfte Edition gehört, so einiges neu geordnet und sortiert und ja, an den Metaplot angepasst, sage ich jetzt mal. Und wir sind heute zu dritt hier. Neben mir noch der Atta am Start. Hola. Und dann haben wir als Gast den Nippeltitsch da. Ein fröhliches Hallihallo. Und Nippeltitsch kennt die Wüste Kom und das Wüstenreich nur aus etlichen Let's Plays auf YouTube und aus eigenen Runden, aber hat sich noch nie irgendwie mit einem Regionalband oder so befasst, oder? Nee, zumal der aktuelle jetzt ja auch wohl recht neu ist. Genau, der ist jetzt gerade eben, also wir zeichnen das Ganze hier Anfang April auf, also das glaube ich, ja, ziemlich neu, 2 Wochen oder so höchstens. Ja. Gab es ein bisschen früher schon in der Vorversion, wer Vorbesteller war. Und vielleicht nutzt ihr das Ganze jetzt hier, um mal ein bisschen reinzuschnuppern. Atta und ich haben den Band hier gerade, glaube ich, offen vor uns und haben den auch so zumindest überflogen und ein bisschen drin geschmökert. Und wir erzählen euch gleich einfach mal ein bisschen spoilermäßig auch, also Vorsicht, was es da so Neues zu entdecken gibt und was es Altes zu entdecken gibt und worauf man achten sollte. Und ansonsten für den Hintergrund kann ich euch ja mal von mir erzählen. Ich bin immer schon fasziniert von dem Wüstenreich, vor allen Dingen von den Bewohnern, von den Novadis. Einer meiner allerersten Charaktere, die ich als Jugendlicher gespielt habe, war ein Novadi. Da hatte ich noch nicht so viel Ahnung vom Hintergrund und so. Aber ja, auch mit meiner persönlichen Historie als Theologe, der sich ein bisschen auch so mit den historischen Wüstenwanderungen des Volks Israel und so auseinandersetzt und mit der Religion generell, mit dem Islam und mit dem Christentum und dem Judentum. Da habe ich ein paar so Überschneidungspunkte, an das sich hier Aventurien ja angedockt hat, wie das Aventurien ja fast immer macht. Aventurien bedient sich ja immer an der realen Welt, mehr oder weniger. Und genau, deswegen habe ich so eine kleine Faszination dafür und gleichzeitig aber auch so eine Art Hassliebe, weil die Novadis ja sehr, sehr verschrien sind oder generell die Wüstenvölker verschrien sind als Bösewichte teilweise, wenn man so aus dem Horasreich denkt, oder so als Patriarchat schlechthin, wobei ich jetzt gleich schon mal irgendwie rauskramen würde, das gibt es halt oben in Nostria und Andergast, glaube ich, noch schlimmer. Irgendeine komische Art und Weise. Kann man ja mal vergleichen nachher irgendwie. Und ja, aber viel Inhalt, also viel Tiefeninhalt habe ich eigentlich gar nicht, obwohl ich so eine Faszination hatte. Und deswegen war ich super hyped auf diesen Regionalband und habe ihn mir auch sehr, sehr schnell zugelegt und durchgearbeitet. Und ich finde auch den
das dazugehörige Abenteuer, was jetzt rausgekommen ist, das ist Königin der Tränen, heißt es, glaube genau, ich. Genau, Königin der Tränen. Habe ich mir auch zugelegt und ja, finde ich durchaus spielenswert. Also vielleicht taucht das irgendwann mal bei mir auf. Aber Atta, wie ist denn deine Beziehung zum Wüstenreich und zu Kom? Ja, ich glaube, in vielen Punkten sehr ähnlich zu dir, ohne den theologischen Bezug. Aber ich fand die Novadis immer sehr spannend und sehr interessant. Hab mich aber immer gewisse Hemmungen gehabt, die zu spielen, eben weil sie irgendwie auch den Ruf hatten, unspielbar zu sein. Das war so ein bisschen dieses Konzept von, wenn du Novadi konsequent spielst, dann sprengt dir deine Gruppe innerhalb der ersten drei Sessions und sonst musst du dann inkonsequent spielen. Warum spielst du denn überhaupt Novadi? Und wer spielt schon gerne inkonsequent? Das war so ein bisschen der Ruf, den ich kennengelernt habe, als ich angefangen habe zu DSA 4-Zeiten. Zu DSA 5-Zeiten hatte ich, also ich habe ähnlich wie Nippletitsch das Problem, dass ich nicht so viel zum Spielen komme, wie ich gerne wollte und mich dann meistens dann doch für was anderes entscheide, weil irgendein Konzept oder irgendein Hintergrund besser in die Kampagne oder in den Plot passt. Aber ich habe einmal eine Ahmazuni gespielt, also eine Novadi, eine novadische Kriegerin im Endeffekt, stark vereinfacht gesagt. Und das ist ein Charakter, den ich tatsächlich so immer im Hinterkopf habe, den ich gerne wieder auspacken würde, der bloß noch nicht so wirklich Gelegenheit bekommen hat, eben nochmal ausgepackt zu werden. Aber ich fand die Kom immer sehr spannend und gleichzeitig hatte eben durch dieses extreme, also fast das extrem gezogene Patriarchat immer so, ja, war offen, dass es eindeutig, also es Probleme in der Spielbarkeit gibt und die Charakterkonzepte auch irgendwie sehr eingeschränkt waren. Zumindest in dem Bild, was man so, ja, im DSA-Fandom so mitbekommen hat. Ich muss zugeben, dass ich zwar Zugriff auf Rastulls Atem hatte schon länger, aber da mir tatsächlich nie die Zeit genommen habe, da reinzulesen und mich damit zu beschäftigen, ob das tatsächlich zu DSA-4-Zeiten schon so eindimensionale Schurken und ein eindimensionales Patriarchat war, wie man es so im Kopf hatte. Aber ich bin sehr froh über die Regionalspielhilfe, weil die das Ganze wesentlich ausdifferenziert hat und auch mehr Möglichkeiten erteilt hat, als Spieler oder Spielerinnen dort Charaktere unterzubringen und sich nicht eben an dieses enge Konzept der Wüstenräuber, die Frauen rauben, um sie in ihrem Haaren zu stecken, festzuhalten. Genau, ja. Aber kommen wir nochmal zurück zum Nippletitsch, der du ja jetzt spielerisch Kontakt hast mit dem Wüstenreich so. Und du musst ja auch irgendwie einen Grund gegeben haben, warum du jetzt mit uns hier diskutieren möchtest und so. Was ist denn das, wo du sagst, so als Spieler oder als Spielleiter, das interessiert mich jetzt mal aber an dieser Region. Was ist da für dich so interessant? Ich sag mal so, Novadis sind schon eine recht interessante Gruppe, gerade wegen dem strengen Glauben. Halt ein Novadi bei sich zu Hause zu spielen, ist vom Prinzip her, ich will mal sagen, fast langweilig. Ja, weil der ist in seiner Komfortzone, der hat seinen Harem, der hat seine Sklaven, die ihm da mit dem Straußenfächer Luft zu wedeln, das macht jetzt so nicht, das ist jetzt so nicht das wirklich Spannende. Irgendjemand hat mal gesagt, die Nachteile sind, die man wählen kann beim Charakterbau, sind nicht dafür da, um es dem Spieler schwer zu machen, sondern um Würze ins Spiel zu bringen. Ja, und halt ein Novadi zu spielen, der halt außerhalb seines Kalifats klarkommen muss, gerade in einer längeren Kampagne, halt so für ein Abenteuer mal den Fuß über die Grenze stecken, da kann man noch stark an seinen Glaubensgrundsätzen festhalten, aber wenn man sich da halt wirklich mit was Längerem beschäftigt, muss man irgendwo anfangen, Kompromisse einzugehen. Und da
da halt den Weg zu finden, halt diese Gratwanderung. Das ist etwas, was sehr viel Spaß machen kann, wenn die Gruppe entsprechend mitspielt. Also du sprichst ja jetzt auf den Glauben an, der im Wüstenreich herrscht, der Rastulla-Glaube. Also ja. Das einzige, ich überlege gerade, aber ja, ich glaube, das einzige Volk in Aventurien, das nur einen Gott hat, also die monotheistisch ist. Hab ich recht, Atta? Weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich würde sagen, es ist das einzige Volk, was klar sagt, es gibt nur einen verehrungswürdigen Gott. Und es gibt zwar andere mächtige Wesenheiten, aber die sind auch von diesem Gott geschaffen und sind im Endeffekt seine Diener und Dienerinnen, die auf Abwege geraten sind und sich eben von diesem Gott losgesagt haben. So ein bisschen, das ist ja der Blick der Novadis auf die, zum Beispiel die 12 Götter oder auch die Gottheiten der anderen Pantheren. Aber es ist, glaube ich, die einzige Religion, die wirklich diesen Anspruch hat, es gibt nur einen wahren Gott und das ist Rastulla. Genau, und da bist du ja sofort im Zwist, wenn du dein Kalifat oder wenn du das Wüstenreich verlässt. Weil um dich herum ist halt der Zwölfgötterglaube halt floriert. Das sind alles Ungläubige, ja. Genau, im Prinzip sind es alles Ungläubige, wobei der Atta ja jetzt schon fast die Auflösung gegeben hat, ne? Also die Zwölfgötter sind halt, die tauchen halt in dieser Mythologie schon auf. Ich glaube nicht alle, aber die meisten. Es ist auch sehr unterschiedlich. Also manche von den Gottheiten kann man da wiedererkennen, aber ich glaube, die meisten Novadis würden nicht die, um das vielleicht mal zu nennen, die neun Frauen Rastullas mit Gottheiten des zwölfgöttlichen Pantheons gleichsetzen, auch wenn es offensichtliche Parallelen gibt in Benennung Ja. und im Schwerpunkt, zum Beispiel durch Yeshinya, die für das Wissen verantwortlich ist bei Novadis und quasi die gelehrte und kluge Frau Rastullas ist. Und Hesinde, die Göttin der Weisheit, des Wissens. Ja. Die Parallelen sind offensichtlich, aber ein Novadi würde wahrscheinlich nicht sagen, dass Hesinde deswegen eine Gottheit ist, sondern eben Yeshinya als Frau Rastullas was anderes ist. Ja, rein von der Sache her, wenn ich es richtig sehe, war Rastulla ja sogar mit Orima verheiratet. Ja, ist eine Genau. seiner Frauen, genau. Ja, Ja. Also der elfischen Göttin des Schicksals. Genau, ja. Da tauchen tatsächlich auch einige, also es werden einige Parallelen gezogen, die aus den ganz verschiedensten Kontexten kommen. Zum Beispiel gibt es auch Shimya, die an Simia orientiert ist, also einer Gottheit, die sowohl bei den Elfen auftaucht, als auch bei den, also auch im zwölfgöttlichen Pantheon, als Kind von Ingarim und Hesinde oder einer Menschenfrau, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich Schreibt meine es in die zumindest, dass es Kommentare, wenn war. ihr es besser wisst. Ich bitte darum. Und zum Beispiel wird auch teilweise nahegelegt, dass Hela, die Frau, die für Ehre und Pflicht steht, Hela Horas sein soll, was nicht mal Genau, eine ja. Gottheit wäre, sondern quasi eine selbsternannte Gottheit und eigentlich eine menschliche Herrscherin. Und dann haben wir eben mit Rondara für Kampf nochmal offensichtlich eine Parallele zu Rondara. Mit Kabla, die zärtliche und milde Frau Rastullas, einen Heiligen der Raja-Kirche. Wobei auch, glaube ich, das ist eine neue Setzung, Kabla eben auch im Rastulla-Glaube teilweise männlich dargestellt wird, also quasi ein Ehemann Rastullas sein kann. Dann haben wir Jella, die für Launen und für Kunst steht, die Parallelen zum Raja-Glauben hat, aber eben einen anderen Namen trägt. Und Marhibo, die für den Tod steht und offensichtlich mit Marbo verwandt ist oder durch Mabo prägt wurde. Inspiriert ist, ja. Genau, da stehen Parallelen. Das heißt, wir haben verschiedene Gottheiten aus dem zwölfgöttlichen Pantheon, aber auch Sachen, die gar nicht aus dem Pantheon kommen. Und die letzte Frau ist Amel Tonar. Das ist quasi Personifikation der Wüste. Die findet, glaube ich, keine Entsprechung in anderen Kulten. Aber da hat man durchaus quasi Verbindungen. Wobei, wie gesagt, ich glaube, ein rechtgläubiger Novadi nicht behaupten würde, dass es sich um diese Gottheit handelt, sondern eben, dass das vielleicht die Gottheit inspiriert wurde durch die Frau Rastullas. Ja, also ich denke auch, dass man so irgendwie den nach außen dringenden Novadi öffnen kann, weil der sich das so halt so dann erklärt, ne? Also die Ungläubigen sind halt verblendet und
gucken halt Rastulas Frauen an und denken, die sind so toll, dass es Götter sind. Die Blödmänner. Ja. Ja, genau. Also das ist das Einzige, also, denke ich, also das, was auf der Hand liegt, wie man mit diesem monotheistischen Glauben irgendwie umgehen kann, wenn man dann in die pantheistische Welt hinauszieht. Was ich persönlich für eine sehr witzige Konstellation halte, wenn dann ein Novadi außerhalb seines Kalifats dann sich doch mal in eine Taverne wagt und da dann Rücksprache hält, wer denn da das Essen zubereitet, weil er darf ja nichts essen, was von jemandem berührt ist, der nicht an den All einen glaubt. Ja, und dann haben die dann da eine zwergische Köchin. Ja, dann ist das, ja, na, die Köchin glaubt auch nur an den einen Gott. Dass das jetzt nicht Rashtulla ist, sondern Angrosch, das muss man dem Novadi ja jetzt nicht unbedingt sofort unter die Nase reiben. Naja, gut, also kommt drauf an, wie viel Klugheit du geskillt hast. Ne? Also ich glaube, das kann man sich schon zusammenreiben. Halt ohne die Köchin gesehen zu haben, wenn der das erste Mal da außerhalb ist und fragt, oder das Bier, ja, halt die das Bier gebraut haben, die glauben auch nur an den einen Gott. Ja, wie gesagt, das Bierbrauen an sich ja schon eine Frevelei ist. Also ich habe mal die 99 Gesetze vorhin noch mal durchgeguckt. Von Alkoholverbot steht da jetzt nicht wirklich was drin. Jetzt ja, zumindest auch nicht auf dem Schirm, zumindest nicht in offiziellen Sätzen. Zumindest nicht explizit, wobei halt auch nicht alle 99 Gesetze tatsächlich ausformuliert sind. Ja, das fand ich auch immer eine gute Sache. Also einerseits sind sie nicht alle ausformuliert worden damals und man hatte noch so Möglichkeiten, selbst irgendwie was zu kreieren oder so, was es einem einfacher macht, irgendwie im Umgang mit anderen SpielerInnen und so. Und andererseits, die formuliert worden sind, waren teilweise so krude formuliert und so widersprüchlich, das erinnert mich total an das, was man in Bibel und Konsorten irgendwie lesen kann. Also es ist fast schon genial von den Erfindern. Finde ich sehr, sehr gut. Wobei man da immer diese Gratwanderung hatte dazu, dass es nicht wie eine Persiflage eben auf Gebote wirkt. Weil ich glaube, das, was da vielleicht der eine oder andere im Kopf hat, was so immer wieder vorgezogen wurde, ist das 16. Gebot, die gottgefälligen Speisen nichts, was lange Ohren und eine Schuppenhaut trägt und was im Wasser lebt. Wo, wenn man das und als einschließendes und, also es muss alles erfüllt sein, versteht, die Frage ist, welches Wesen soll das denn noch erfüllen? Gleichzeitig ist es eben auch, also das finde ich, wird auch in der neuen Spielhilfe sehr schön aufgedröselt, was das für Beweggründe hat und dass es da sehr unterschiedliche Interpretationen gibt, wo es eben Teile der novadischen Kultur, also die sogenannten Denkschulen, die sich meist nach den Orten benennen, wo die Maftli, die Rechtsgelehrten der Novadis, ausgebildet wurden, Denkschulen gibt, die sagen, alle drei Faktoren, also wenn eins davon erfüllt ist, ist es verboten zu essen. Und es gibt eben auch Denkschulen, die sagen, nee, es gibt nur ein Wesen, was sowohl lange Ohren hat, eine Schuppenhaut trägt und im Wasser lebt. Nur das darf man nicht speisen. Wenn nur zwei davon erfüllt sind, ist es voll okay. Aber ich glaube, also da finde ich, hat die neue Spielhilfe vieles eingeordnet, was vorher, dadurch, dass es so im Raum stand, irgendwo zwischen, es spiegelt auch, sagen wir, realhistorisch belegte, teilweise sehr heutzutage sehr irritierende Vorschriften wieder, wo man sich fragt, wie das zustande gekommen ist. Und gleichzeitig muss man eben aufpassen, dass das Ganze nicht ins Lächerliche zieht, weil eben auch die Parallelen gerade zum Islam ja nicht von Hand zu weisen sind, die bei Rashtulla und dem Rashtulla-Glauben vorliegen und die irdischen Inspirationen, die damit einhergehen. Dass das Ganze eben nicht wie eine Verballhornung am Ende wirkt. Ja, ich finde, das hat auch die neue Spielhilfe ziemlich gut gelöst. Also dieses mit den Denkschulen ist natürlich wirklich auch eine Hommage an den Islam und an das Judentum. Da ist das sehr bekannt.
dass da auch sich die Rechtsschulen und die Denkschulen gegeneinander betteln, quasi im Auslegen von Gottes Wort oder von, in diesem Falle von Rastullas Geboten oder von Rastullas Offenbarungen. Und haben es da dann in der neuen Spielhilfe sogar auf die Spitze getrieben, indem sie ja jetzt eine komplett neue Denkschule sogar eingerichtet haben, die sie jetzt halt in der ganz, ganz jungen Geschichte von DSA 5 dann jetzt möglich macht, dass dieses ganze Gebiet auch sich generell ein bisschen öffnet nach außen. Nachdem es ja vorher schon ziemlich zentriert und auf sich bezogen war und außen sind die Ungläubigen und innen sind wir und ne, und die Denkschulen so in sich halt auch dieses patriarchale Denken und so alles hatten, so mal mehr, mal weniger. Und es halt für die Frauen so ihre Plätze gab, gibt es halt jetzt eine Öffnung. Und das finde ich halt einen ziemlich genialen Kniff. Ich habe halt vor dem Buch gesessen, habe gedacht, wie lösen sie jetzt A, das, was der Atta jetzt gerade schon angesprochen hat, diese Parallelen zum Islam. Und wie lösen Sie das Patriarchatproblem? Ne? Also, wo wir uns alle irgendwie einig sind, dass, naja, weiß ich nicht, ob das so für die meisten vielleicht nicht so angenehm ist, irgendwie jetzt das Kann man machen, Patriarchat jetzt auch noch zu muss man aber haben. nicht. Genau, ja. Ja, es vor allem halt auch in der heutigen Zeit muss man sich Gedanken machen, ob eben bei einer so offensichtlichen Inspiration durch den arabischen Islam so ein Bild existieren muss, gerade wenn es die einzige, also eine der wenigen Gesellschaften in Aventurien ist, die daran festhält, dass es eine ganz klare Geschlechtertrennung gibt, während wir im Rest von Aventurien wie selbstverständlich akzeptieren, dass es eine Gleichberechtigung gibt, eine vollständige. Die sich auch dadurch abzeichnen, dass zum Beispiel selbst die Göttin des Krieges, also einer, sag mal, die häufig in Fantasy-Systemen sehr männlich besetzt ist, wenn man gerade sowas wie Game of Thrones denkt oder andere Sachen, sehr männlich besetzt ist, eben durch eine weibliche Gottheit besetzt ist und dementsprechend auch Frauen als Kriegerinnen und als Geweihte der Kriegsgöttin und der Göttin des Zweikampfes total naheliegend sind. Ist das fragwürdig und hat immer eine Implikation und ich glaube, also ich denke, man muss Verständnis dafür haben, wenn Menschen, die mit solchen rassistischen Stereotypen konfrontiert werden, das auch einfach unschön und unangenehm finden. Selbst Ja. wenn das vielleicht niemals die Intention dahinter war. Es ist einfach ein Beigeschmack, der bleibt und den sie, finde ich, sehr schön aufgelöst haben. Weil ich sagen muss, dass, wenn man der Spielhilfe folgt, auch bereits vorher eine Denkschule existierte mit der Schule von Unau, die sehr progressiv war und auch ein progressiveres Frauenbild verfolgt hat. Ja, weil Unau liegt ja nun auch also am Rand der Wüste und ist halt auch so ein Durchgangspunkt und so eine Anzugspunkt halt für alle möglichen Ungläubigen, wenn ich es jetzt mal. Ja, und gleichzeitig ist Unau aber auch der Regierungssitz des Kalifen schon seit längerer Zeit festgelegt, also Und auch von hier wieder Malkila der Dritte. die Parallele zur realen Welt, wenn man an Istanbul denkt, ne? Auch da, ne, da sind auch die Herrschersitze gewesen, ne? In Alexandria, Istanbul. Und ja, und trotzdem, also so ein Mischmasch hat sich da, liegt auch am Rand und so, ne? Es ist, also ich find's interessant, wie da so die Parallelen sind. Ohne jetzt mal was vorwegnehmen zu wollen, die Frage, wie hat es eine progressive neue Gedankenschule geschafft, sich da zu etablieren? Gibt es einen neuen Kalifen oder ist da irgendwas Einschneidendes passiert? Weil so ohne weiteres Freunde, wir interpretieren das jetzt alles mal ein bisschen freier, ist eigentlich recht schwierig. Ja, jetzt betreten wir das Spoilerland, Wobei, also ein Spoiler für die Originalspielhilfe, ja. nicht unbedingt spezifisch jetzt für Abenteuer, so etwas. Das wird in der Originalspielhilfe eigentlich durchgehend thematisiert. Es wird auch immer markiert, wenn es darum geht. Und ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gesehen, wo eine Markierung so häufig vorkam, wie hier die Markierung, dass es sich da um diesen Bezug handelt. Aber den Spoiler überlasse ich gern dir.
Ja, also natürlich passiert etwas Außergewöhnliches, natürlich, ne? Mit dem Bildtisch hast du das völlig richtig interpretiert. Zurückzuführen auf die Umstände, die es die DSA 5 mit sich bringt. Das haben sie ja jetzt ja mit ganz vielen Landstrichen ja jetzt schon eingeführt, dass das Kammerkateon, in dem DSA 5 sich jetzt, also dieses Zwischenzeitalter zwischen den Zeitaltern, das Heldenzeitalter und der Sternenfall und alles, was da jetzt irgendwie so Mystisches passiert in Aventurien, das hat natürlich jetzt auch Einflüsse auch auf das Wüstenreich. Und die Auswirkungen sind zweierlei, die es möglich machen, dass es Öffnungen geben kann in der Wüstenreichsgesellschaft. Die eine ist religiös und die andere ist nach innen hin einend, weil es einen, in Anführungsstrichen, neuen Feind gibt, der die Novadis bedroht. Und zwar diesmal nicht von außen, also Al-Anfa kommt nicht jetzt nicht nochmal nach Norden und fällt ein oder so, hätte man ja auch Ja. machen können, sondern aus der Wüste selber erhebt sich eine Art Wesenheit, die lang vergessen war, aus dem, ich glaube, zweiten oder dritten Zeitalter, Siebten, aus aus dem dem siebten, siebten, Entschuldigung, wenn ich mich nicht irre. aus dem siebten Zeitalter, also aus einem lang vergessenen, lang schon vorbeiseienden Zeitalter erhebt sich ein alter Feind, nämlich die Vielbeinigen, die Insekten, die unter der Wüste schlummernd im Sand quasi gelegen haben und jetzt wieder an die Oberfläche brechen und halt die Menschen angreifen. Aus irgendeinem mystischen und nicht näher, also jetzt zumindest, ein bisschen, das sollte man ja noch bespielen. nicht näher bestimmbaren Grund kommen diese riesigen intelligenten Insektenkrieger an die Oberfläche und greifen die Menschen ein. Und das ist natürlich jetzt etwas, was in der nomadischen Kultur dann dazu führt, dass sich diese Denkschulen und die verschiedenen Kalifate und so jetzt mal überlegen müssen, machen wir unser Ding? Oder schließen wir uns mit den anderen zusammen gegen den neuen Feind? Und das ist natürlich ein Ding, was Einheit bringt und was halt auch Öffnung gegenüber anderem Gedankengut bringt. Und auch Öffnung nach außen bringt, weil, ne, gerade auch in dem Regionalspiel Abenteuer gibt es einen sehr schönen Paragraphen zu, was mit HeldInnen passiert, die von außen kommen. Die natürlich gern gesehen sind als Helferinnen und Helfer. Wobei gleichzeitig da so eine Art mal Kontrast reingebracht wird, weil quasi die Auslegung, dass der Gottgefällige oder die Gottgefällige es meidet, über schlechte Dinge zu reden, also halt lautet das, wortwörtlich ist es anders, aber in der Art so interpretiert wird, dass die Novadis eben nicht jetzt in Aventurien verbreiten, dass dieses Grauen sich in der Wüste erhebt, sondern sagen, okay, das ist unser Problem, das hat Rashtula uns als Aufgabe gegeben, deswegen hat er uns hier in der Wüste, ist er uns erschienen. Und vielleicht ein kleiner Teaser für den Rest des Podcasts, ein zweites Mal, denn das ist der andere Spoiler, eine zweite Offenbarung Rashtulas, damit wir eben genau hier sind und auch quasi so eine Erkenntnis einzubauen, dass die Novadis sich gar nicht weiter verbreiten sollen, weil alle ihre Kriegszüge jenseits der Kom immer gescheitert sind, sei es vor den Toren Rashtuls, durch Djinne und Dämonen, sei es im Westen, im Horasreich, ich glaube durch Einwirkung von Shaffir, oder eben im Süden durch den Kriegszug Al-Anfas, der dagegen stattgefunden hat. Quasi ist das Zeichen deuten, okay, wir sind hier in der Wüste, wir sind die Kinder der Wüste und nur wir können dieses Grauen aufhalten. Dafür hat Rashtula uns bestimmt und auserwählt. Was gleichzeitig eben so einen tiefen Zusammenhalt zwischen den Novadis schafft, trotz der unterschiedlichen Denkschulen. Und durch diese aktive Bedrohung und dem damit verbundenen Verlusten, die bereits geschehen sind und die noch kommen werden, eben auch dieses patriarchale Bild von Krieg ist eine Männersache aufbricht, weil eben gesagt wird, dass die Stämme sich ganz klar dazu entschließen, mehr Mädchen an Waffen auszubilden, weil klar ist, dass in der Zukunft im Zeitalter der Rache, wie das unter den Novadis genannt wird, jeder und jede ihre Rolle erfüllen muss.
und eben auch Frauen kämpfen müssen, dass es überhaupt keine Frage mehr ist. Und nicht mehr nur diese wenigen Ausnahmen, die sogenannten Ahmadzuni, die quasi dann folgten, wenn kein Mann mehr übrig war, um dann die Rolle eines Mannes einzunehmen und auch zu kämpfen, sondern eben alle Frauen an Waffen ausgebildet werden, selbst in eher traditionell geprägten Bereichen der nomadischen, ja nicht die nomadische Kultur, sondern in nomadischen Kulturen, die eher traditionell geprägt waren noch, dass auch die sagen, Frauen werden jetzt am Waffenhandwerk ausgebildet und nehmen ihren Platz ein in der Gesellschaft gleichberechtigt, weil wir jeden Einzelnen brauchen und jede Einzelne. Ich Das finde, das ist ist ein geschickter Kniff, um also diese Bedrohung einzuführen und dadurch halt klarzumachen, der Gesellschaft wird klar, wir kommen ohne die Frauen nicht aus, deswegen brauchen die jetzt einen Push in der Gesellschaft quasi, ne? Und dennoch lassen sie ja auch Platz für SpielerInnen, die es etwas traditioneller mögen vielleicht, ne? Die dann irgendwie, also es gibt auch weiterhin Denkschulen und Novadis, die halt sehr, sehr, sehr im Patriarchat verhaftet sind und immer noch die Frauen als minderwertig ne, also ja, nicht mal als ansehen minderwertig, aber als eben eine ganz anders, klare ne? Rollenzuweisung Genau, ja. vornehmen. Genau, die Beni Kasim sind das. Also der Stamm der Beni Kasim, die nach wie vor das Bild der Hardline erhalten. Die es auch früher schon gab und die quasi eben Hardliner geblieben sind, aber die Rest der novatischen Kultur wurde halt diverser und differenzierter, als das vorher der Fall war. Also so eine Kultur ändert sich ja auch nicht innerhalb von weniger als einer Generation. Da müssen schon mehr Jahre ins Land fließen. Ja. Da helfen auch intelligente Käfer nichts, die da aus dem Boden Naja, gekrabbelt gut, kommen. also Krieg macht natürlich etwas mit einer Gesellschaft, auch sehr, sehr schnell. Das haben wir jetzt ja, glaube ich, alle mitbekommen, ne? Also auch wo wir in Deutschland halt nur indirekt betroffen sind, ne? Aber kriegerische Handlungen machen etwas. Vor allen Dingen, wenn man mit einem Feind zu tun hat, den man nicht richtig greifen kann, wie das in diesem Fall der Fall ist, ne? Auch noch so eine mystische Gestalten wie Insektenkrieger. Also es ist kein anderes Menschenreich wie Al-Anfal, was einfällt, ne? Sondern es sind halt wirklich vor dem Auge verborgene, unwirkliche Wesen, so, und fast schon dämonisch anmutend und das ist halt irgendwie, das ist halt ein starker Kniff, finde ich. Weil ich glaube schon, dass das irgendwie selbst so eine ganz erzkonservative Gesellschaft in dem Mark erschüttern kann. Nicht wirklich von heute auf morgen so Switch wie Thanos und dann ist alles anders, aber schon einen tiefen Einschnitt machen kann, wo es selbst dem Konservativsten klar werden sollte, irgendwie, wir müssen irgendwas tun. Und dann haben sie es aber auch ganz geschickt gemacht, diesem konservativen Denken in diesen Gesellschaft auch noch eine Rolle zuzusprechen und zweitens halt in diesem Glaubenskonstrukt, was das Ganze ja umfasst, was der Atta ja eben schon angeteasert hatte, da auch noch mal einen Impuls reinzusetzen. Denn die Bedrohung ist nicht das Einzige, sondern Rastula erscheint noch einmal. Und das war ja bis jetzt immer das Wunderbare irgendwie an im Kalifat irgendwie, dass sich da einmal dieser ein Gott irgendwie offenbart hat und den Männern offenbart hat, ne? Und die deswegen halt auch eine andere Rolle in der Gesellschaft einnehmen, weil Rastullah hat ja das nicht halt, ne? Es ist genau wie im Christentum auch, ne? Bla bla bla, die Jünger waren alle männlich, bla bla, ne? Und so weiter. Und das haben sie jetzt geschickt gemacht, denn die zweite Offenbarung Rastullahs geht ganz speziell an eine Frau. Und das ist irgendwie, das ist fast schon ein bisschen genial, finde ich, weil dadurch wird auch dem, wird den, selbst der konservativsten Denkschule klar, warum hat sich Rastullah jetzt der Frau offenbart? Ne? Also, und das geht auch nicht einfach nur, der offenbart sich der Frau und dann, also der sagte irgendwas und die geht weiter und erzählt es weiter, sondern es passiert sogar auch ein Wunder Rastullahs, wovor keiner die Augen verschließen kann, denn es wird aus dem, wie, da hier ist es wirklich wie ein Thanos-Schnipp, ne? Also wie von einem Augenblick auf den anderen erhebt sich eine neue Oase aus der Wüste und das ist ja für ein Volk, was in der Wüste und von der Wüste lebt, das Krasseste, was es gibt. Eine Oase ist halt die Lebensgrundlage. Und, ne, und da geht diese Frau in die Wüste, Rastullah erscheint hier und um sie herum entsteht eine neue Oase.
Und das ist halt das Zeichen, was eint und was aber auch Zwistpotenzial hat. Denn hier kommt natürlich dann jetzt, wie gehen wir jetzt damit um mit den Frauen und wie gehen wir mit dieser zweiten Offenbarung um? Und ja, also man kann sich denken, dass da sehr, sehr viel Salz und Würze drin steckt und sehr viel coole Spielideen da reinkommen können. Das ist dann aber auch wirklich sehr geschickt gelöst. Da muss ich dir recht geben. Genau. Was man ja auch nicht unterschätzen darf, ist, dass das dazu führt, dass gerade Kef, das ja immer so das Zentrum des Rashtula-Glaubens war, sich jetzt hinterfragen muss, natürlich auch Widerstände dadurch entstehen, weil Kef als Ort der ersten Offenbarung vor ungefähr 250 Jahren jetzt plötzlich mit seiner eigenen Bedeutung ringen muss. Vorher war ganz klar, das Feld der Offenbarung in Kef ist ein Pilgerort für jeden Novadi und je nach Denkschule wird eine oder 99 Pilgerreisen verlangt. Und jetzt plötzlich gibt es zwei Ziele, die auch von den unterschiedlichen Denkschulen unterschiedlich gewertet werden. Und natürlich werden die Novadi in Kef nicht gerne ihren Rang sich ablaufen sehen durch so eine neu entstandene Oase. Und man hat gleichzeitig immer noch interne politische Konflikte, während gleichzeitig alle wissen, dass sie in gewissem Maß zusammenarbeiten müssen, weil diese Bedrohung im Inneren noch viel größer ist. Und das schafft auch so eine spannende, das ist so ein klassisches Prinzip, wie man es bei Gruppen macht, dass der Grund zusammenzuhalten muss größer sein als die Konflikte, aber Konflikte bereichern das Spiel unglaublich und machen es viel spannender. Und das findet sich da auch, finde ich, ganz stark wieder. Das heißt, selbst in einer Gruppe, die tatsächlich nur aus Novadis besteht, hat man plötzlich viele Möglichkeiten, Konflikte zu spielen, wenn man sich gleichzeitig gegen ein größeres Übel vereint sieht und weiß, dass man gegen zusammenstehen muss. Und es nimmt so ein bisschen Wind aus den Segeln, was man auch immer in DSA immer diese Spekulation hatte, ob es Rashtula vielleicht gar nicht gibt. Dass er quasi nur eine Einbildung war, eine Illusion, das ist ja auch so lange her, ja, das wird ja nur berichtet. Aufgelöst dann. Ne? Ja. Und jetzt ist definitiv klar, dass Rashtula eine Gottheit ist, weil es auch immer karmale Ereignisse gibt. Und dadurch nimmt sich das auch ein bisschen raus, was auch mit der irdischen Komponente, finde ich, wichtig war, dass nicht am Ende Rashtula sich als Dämon entpuppt oder etwas Ähnliches oder als Hirngespinst. Wobei es ja noch immer keine kamalen Professionen gibt für Rashtula, oder? Ja, nach wie vor sind die Maftli profan, das sind einfach Rechtsgelehrte, die sich eben mit dem Glauben beschäftigen, und da der Rashtula, glaube ich, sehr stark in diesen 99 Gesetzen arbeitet, sind es de facto Rechtsgelehrte. Aber es ist ja auch das hast du ja schon gesagt, im irdischen Judentum auch in gewissem Maße so, dass Verzeihung, mir fehlt gerade das Wort entfallen. Rabbiner? Rechtslehrer, ja. Ja, aber das Pendant zu Priestern bei den Rabbi. Genau, dass die auch in gewissem Maße Rechtsgelehrte sind. Aber es wird, dir fällt definitiv das Wort des kamalen Wirkens in der Regionalspielhilfe und in dem Abenteuer, was sich auch damit befasst. Das heißt, es ist definitiv karmales Wirken und nicht irgendein magisches oder ähnliches Wirken. Also das wird zumindest klargestellt. Aber ja, es gibt nach wie vor keine Geweihten des Rashtula, was damit auch eine ziemliche Ausnahme in den Pantheen darstellt. Das ist eigentlich das einzige andere Pantheon, was keine Geweihten kennt, ist meines Wissens der Ruhr- und Rohrglaube, der auch eben nur Philosophen und Philosophinnen hat, die dem folgen, die aber auch kein karmales Wirken, also keine karmalen Kräfte von ihrem Gott, ihren Göttern erhalten. Das ist so geblieben. Und was du ja schon ein bisschen angesprochen hast, ist, also für mich war immer eine der Thesen, die ich am interessantesten fand für Rashtula, was immer so ein bisschen angeteasert, aber und nie wirklich ausgesprochen war, aber immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf zumindest immer mitgeschwungen hat, ein Gott-Glaube, der Leute erwählt und also das hat geschnüffelt bei mir nach dem Namenlosen. Ja. Aber das haben sie jetzt auch klargestellt, dass der ist das nicht. Und das fand ich ein bisschen schade auch, weil zumindest diesen Pfeffer hätte ich gerne noch ganz gerne halten, so irgendwie. Es hätte ja sein können, ne? Ja, ich bin tatsächlich, also ich werde in meiner Wahrnehmung von Aventuren das nicht gleichsetzen, aber karmales Wirken ist ja im Namenlosen auch durchaus der Fall. Ja, eben. Weil der Namenlose gibt auch karmale Kräfte, das heißt auch Rashtula es könnte theoretisch immer noch dieselbe Entität sein und sich am Ende herausstellen, dass die Erzählungen über den Namenlosen so gar nicht der Wahrheit entsprechen oder vielleicht nur ein Teilabbild sind.
Aber auch da ist natürlich wieder dieser Mitschwang der realen Parallelen, die man sich in den Kopf rufen muss, weil man im Endeffekt ja auch, also es ist natürlich immer schwierig, aber es sind ja offensichtlich Inspirationen durch den Islam gesetzt. Und ob man den dann mit dem Erzschurken Aventuriens gleichsetzen möchte, ist halt eine Frage, die man individuell Genau. beantworten muss, wo man sensibel auf jemanden mit umgehen sollte. Also war mir schon irgendwie klar, dass sie das nicht dass sie das nicht machen werden. Aber ja, wie gesagt, ich hätte es so unklar. Also sie hätten sich dazu gar nicht äußern müssen. Und da dass der meint, der Spielerschaft hätte da sein Übriges getan, glaube ich. Ich glaube, das tut er so oder so. Also, die Spielerschaft finde ich ja immer interessante Theorien. Ich lese sehr gern die Spielerspekulationen auf in der Wiki Aventurica, weil da schon manchmal sehr spannende Gedanken geäußert werden. Ja, also das sind für uns halt jetzt so, das sind die Hauptänderungen, die neue Spielhilfe so mit sich bringt. Ich kann die wirklich nur jedem ans Herz legen, der so ein bisschen Herz hat für so Wüstenvölker und so. Also es hat auch so ein bisschen so einen Touch halt auch von so Tausend und einer Nacht Ägypten, Nahorient und so. Also es versprüht schon Charme, also diese Spielhilfe auf jeden Fall. Und ich Und glaube, ja. eine Veränderung, die ich noch sehr wichtig finde, ich weiß nicht, also wie das in Rastlos Atem formuliert ist, ob es da schon was gab, ist dieses Ritual dieses Mannbarkeits- oder Erwachsenwertritual der Armada, das jetzt eingeführt wurde oder halt überarbeitet wurde. Weil lange Zeit war das Bild, dass sich eben, dass das nur für Männer gilt, wurde jetzt auch für Frauen geöffnet. Und es wurde auch quasi in gewissem Maße, glaube ich, geretconnt, dass das immer schon für Frauen offen stand, nämlich dass es zwei Formen der Armada gibt. Einmal die mit dem Schwert, also man fordert jemanden aus einer anderen Sippe zum Kampf. Und wenn man sich da als stark und ehrenhaft erweist, dann wird man eben in den Rang eines mündigen Novadi erhoben. Und den der Feder, also man kann auch in einem auch emotionalen und intensiven Streit quasi seine Würdigkeit nachweisen. Was so ein bisschen auch dieses Bild auflockert der Novadis, die alle blutrünstige Reiterräuber sind. Und in den Mittelpunkt stellt, dass die Novadis auch viel Wert auf Kultur, auf Wissen und auf, ich sage mal, Geistesschärfe legen. Und dieser Armada stand früher, also der Feder stand immer schon allen offen, so wird es zumindest in der Generalspielhilfe dargestellt. Und das Schwert wurde nun auch für Frauen geöffnet, war vorher halt eben den Männern vorbehalten. Das finde ich sehr spannend und es gibt dem Ganzen auch mehr Flair, finde ich, weil es eben einen nicht darauf beschränkt, dass nur dann ein Novadi ein echter Novadi ist, wenn er kämpfen kann, sondern eben auch anerkannt wird, dass es Fähigkeiten gibt, die nicht in körperlicher Ja. Stärke und dem Schwertkampf beschlossen liegen, Und sondern das, eben. und ich finde, das ist auch wichtig, weil wenn man sich das Volk mal anschaut, ist da ja auch dieser Struggle mit der Wüste ist halt auch so ein großes Ding, ne? Also einerseits die Oasen halt so zu kultivieren und auch die Städte, die sich dann halt gerade in Unau oder Jetzt wird mir Heft. im Keft dann gebildet haben, danke. Weil das sind ja auch irgendwie hochzivilisatorische Städte, ne? Und handwerklich super und Gebäude und allein diese Karawanenrouten einzurichten, was da für ein Aufwand hintersteckt, alles und so, ne? Also das musste so sein. Das können nicht alles ein Krieger sein, die nur nach dem Schwert denken. Also das müssen auch irgendwie Feingeister und kulturschaffende Menschen sein. Ich finde auch das Unauer Porzellan ist da sehr sinnbildlich, was hier einfach für Zerbrechlichkeit steht. Und eben das beste Porzellan Aventuriens stammt aus den Händen der Novadis, nämlich aus Unau. Und das ist mir nämlich vor kurzem auch noch im Reich des Horas, also in der DSA 4-Spielhilfe zum Horasreich aufgefallen, wo eben auf Porzellan eingegangen wurde und das explizit dargestellt wurde, dass dieses Porzellan nur das zweitbeste ist und besser als alles andere, was man in Aventurien bekommt, aber sich nicht mit dem aus Unau messen kann. Was das, finde ich, auch wiedergibt, dass eben auch Kunstfertigkeit und handwerkliches Geschick in der novadischen Kultur einen Stellenwert haben müssen, dass man da gar nicht dran vorbeikommt. Ja, und es macht gleichzeitig halt auch dieses Wüstenreich halt für Spielerinnen sehr, sehr, sehr viel zugänglicher. Weil ich meine, wir sind jetzt ja alle drei Männer. Wir haben da ja nicht so ein großes Problem. Wir können uns ja einfach einen Novadi rauspicken und den mal irgendwo hinführen.
Aber ich habe auch schon ein paar Mal von Spielerinnen gehört, so, ah, ja, Novadis, also nee, was soll ich denn da jetzt so ein untergebuttertes Weibchen spielen? Also, das brauche ich nicht. Ne? Also, da spiele ich lieber eine Aranierin oder sowas. ja, ne? Also, wenn man jetzt halt irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie seinen gesellschaftlichen Standpunkt auch mit Kraft darzulegen und mit Fülle und das auch anerkannt wird, immer noch mit so einem leichten Touch Patriarchat, weil das ist noch nicht ganz weg, glaube ich, aber zumindest halt mit diesem Aufbruchsgedanken. Also ich habe es beim Lesen, habe ich es ein bisschen so empfunden, wie so ein erster Impuls der 68er-Generation. So, die Frauen kommen jetzt raus und ne, BHs werden verbrannt und ihr wisst, was ich meine, ne? So ein Aufbruchsding irgendwie. Und jetzt kommen wir. Und ich finde das, also wenn ich mich jetzt mal in eine Frau hineinversetzen müsste, für mich hätte das einen Reiz zu spielen. Könnt ihr ja draußen, wenn ihr eine Frau seid, könnt ihr ja mal kommentieren, ob euch das als spielerisch ansprechend rüberkommt. Wenn du sagst, als Frau, warum soll ich da so eine so ein untergebuttertes Herdmütterchen spielen? Ich sag mal so, auch im Patriarchat. Gut, das ist natürlich immer alles eine Auslegung in dem Falle des Spielleiters. Aber auch da gilt Happy Wife, Happy Life. Also Ein der halt der tapfere Novadi-Krieger, der mit seinen Pferden da durch die Wüste zieht, ist nur ein Husten, wenn zu Hause seine Frauen ihm nicht den Haushalt auf Trab halten. Ja, und auch das würde für Frauen, wenn man es dann wirklich drauf anlegt, auch Potenzial geben, selbst ohne die neue Regionalspielhilfe, um sich da halt durchaus ein bisschen zu profilieren. Wie gesagt, vorausgesetzt, dass die Gruppe und die Spielleitung mitspielt, aber das ist halt eine Sache, die dann am Tisch entsprechend besprochen werden muss. Wir müssen jetzt ja keine große Diskussion über Patriarchat und Das ist richtig. Matriarchat und so aufmachen. Also Das ist richtig. Das gerade, fehlt mir jetzt. weil wir hier drei Männer sind, macht dann eine Diskussion sowieso keinen großen Sinn. Also wir wollen auch keinem was aufstülpen, ob ihr das jetzt gut oder schlecht finden sollt. Aber es ist so, es ist halt ein Eindruck, der mir schon mal vermittelt wurde, den ich hier wiedergegeben habe. Und wenn ich halt auch an Abenteurer denke, ne, also wenn ich mir eine Gesellschaft vorstelle, die so patriarchal, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, die Frau muss sich halt um das Heim kümmern. Das ist halt auch generell immer ein Abenteurerproblem. Was führt denn die sich um den Herd und das Heim kümmern müssende Frau ins Abenteurerleben nach außen. Und dann bist du ganz schnell wieder bei Snowflake-Charakteren, die halt immer das Gleiche haben: Ja, mein Mann ist halt gestorben. Ja, so, ich muss das jetzt machen. Und ne, meine Sippe wurde von Orks getötet. Ja, Die also. kommt tatsächlich da nicht vor. Genau. Also, Aber ja. ich glaube, was da wichtig ist, ist sich klarzumachen, wenn man da irgendein Konzept hat, was man in diesem Sinne spielen möchte, geht das immer noch. Das ist nicht unmöglich geworden. Es gibt immer noch eben zum Beispiel eben mit den Beni Kasim extrem patriarchal organisierte Stämme. Aber es gibt gleichzeitig auch Stämme, wo die Frau eben gleichberechtigt ist und gleichermaßen alle Berufe lernen kann. Ich glaube, der einzige Beruf, der nach wie vor verwehrt wird, ist der des Mafti, des Rechtsgelehrten. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass das mittelfristig aufgeweicht wird. Das wäre vielleicht was für die nächste Regionalspielhilfe. Die wird natürlich einige Jahre auf sich warten lassen. Aber grundsätzlich kann ich jetzt eben auch eine Frau spielen, die als Kriegerin großgezogen wurde.
wenn ich das spielen möchte, eben mit diesem kulturellen Hintergrund, der dahinter steckt und mit dieser Herkunft aus der Wüste und dieser Wüste im Rücken, die ja auch ein ganz eigenes Lebensumfeld bietet. Und das möchte ich gar nicht tief anschneiden, weil ich mich da nicht auskenne und das auch, also ich als weißer Mann da nicht betroffen bin. Aber es hat auch was mit Repräsentation zu tun, dass Leute etwas wiederfinden können, wo sie sich wiedererkennen. Es gibt da, finde ich, einen tollen Talk von Orkenspalt zum Thema Rassismus im Rollenspiel, wo das thematisiert wird. Und auch in einem Interview zu der Regionalspielhilfe, das bei Nandurion veröffentlicht wurde, schon im Dezember, mit drei der AutorInnen der Regionalspielhilfe, kommt das sehr deutlich rüber. Die finde ich beide sehr lesenswert, beziehungsweise das Video ansehenswert, diese Talkrunde bei Orkenspalter. Wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzen möchte, was das bedeutet, wenn man Sachen wiederfinden kann, wo man sich wiedererkennt oder wo man seine Herkunft oder seine kulturellen Wurzeln wiedererkennen kann im Rollenspiel, was das einfach zugänglicher und einfacher macht, wo wir auch ein bisschen beim Thema des Gatekeepings sind, was ja im Rollenspiel auch ein großes Thema ist. Ja, und sie haben diesen gesellschaftlichen Umschwung ja nicht fertig gesetzt. Sie haben ihn eingeleitet, ne? Und haben es möglich gemacht, dass SpielerInnen da wirken können. Und das finde ich halt so genial an diesem Ding. Weil, wenn du es halt gesagt hast, es ist jetzt einfach so, fertig aus und scheiß auf das, was wir vorher gemacht haben, meh, weiß ich nicht. So, aber wenn man halt so auch eine Gesellschaft, die ja gerade auch so zentriert und irgendwie eingekreist und für sich ist, wie die nomadische Gesellschaft, da hat man ja so ein kleines Fleckchen Erde oder Deere, wo man halt so einen gesellschaftlichen Umschwung spürbar bespielen und erleben kann. Und ich finde, das ist ein sehr reizvolles Rollenspielthema. Und das haben sie möglich gemacht. Und das ist gleichzeitig neben dem, dass man immer noch das spielen kann, was man früher gemacht hat. Eine Sache, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, das ich nicht ungesagt lassen möchte, weil ich finde es sehr faszinierend, weil die Novadis haben, glaube ich, das Einzige, die mir im Kopf sind, in Aventurien einen eigenen Kalender, der aber nicht einfach nur anderen Namen verwendet oder ein anderes Jahr Null oder Nicht-Jahr Null hat, sondern tatsächlich einen ganz eigenen Kalender haben, was ich glaube, was man im Spiel nie wirklich ausspielen wird, weil es so schwer umzudenken ist, weil wir halt mit dem zwölfgöttlichen Kalender vertraut sind und der ist auch sehr leicht zu übertragen aus dem, was wir aus der irdischen Welt kennen. Aber die Novadis haben ja einen Kalender, der sich aus Wochen zu 9 Tagen zusammensetzt, die dann jeweils in 5 dieser Wochen, immer nach 5 dieser Wochen kommt ein Rastula Hella, also ein besonderer Feiertag, der immer unter einem Motto steht. Was übrigens auch bedeutet, dass die Novadis nicht die namenlosen Tage kennen, sondern im Gegenteil einer der namenlosen Tage, Wieder ein Hinweis. einer der Rastula Hella ist sogar, was tatsächlich auch immer wieder zu Konflikten führt. Aber ich finde diesen Kalender total spannend und faszinierend. Und gleichzeitig ist es etwas, wo ich weiß, dass man das IP immer super schwer umsetzen kann, weil es so abstrakt ist, in einen anderen Kalender umzudenken. Aber ich wollte das nicht unerwähnt lassen, weil ich das auch mutig fand, da einen eigenen Kalender mitzubringen, weil das selbst im Irdischen, dir zählen alle im Endeffekt dieselben Wochen. Nur die Jahreszählung ist je nach Kulturkreis und je nach Hintergrund unterschiedlich, auch wenn man sich großteils auf den christlichen Jahreszahlen geeinigt hat, im internationalen Kontext. Aber, oder geeinigt hat, es wurde halt entschieden quasi durch christliche Vorherrschaft. Aber ich mag diesen Kalender eigentlich total gerne und finde es schade, dass man, ich glaube, den kann man nur dann bespielen, wenn dann sich eine volle Novadi-Gruppe voll drauf einlässt. Weil wenn man der eine Novadi ist und dann sagt, ja, bei mir haben wir aber den 6. Tag im 2. Monat oder den 6. Tag der 4. Woche nach dem ersten Rastula Hella, was die offizielle Formulierung wäre, dann versteht niemand, was du damit sagen möchtest oder was das bedeutet. Ja, das finde ich Ach. auch ein sehr schöne Kirsche auf der Torte. Es macht aber rein von der Sache her auch Sinn, dass die Novadi einen eigenen Kalender haben. Da sie ja mit dem zwölfgöttlichen Pantheon überhaupt nichts zu tun haben, brauchen sie ja irgendwas Eigenes. Und dass man sich da halt so viel Mühe gemacht hat für ein kleines Völkchen, da halt auch einen eigenen Kalender zu entwickeln, ist eine feine Sache.
Wenn ich noch mal ganz kurz auf die Eingangsfrage zurückkommen darf, die war ja, was ist da interessant? Wir waren dann ja sehr schnell auf die Novadis gekommen mit allem drum und dran. Die Kom an sich ist da noch ein bisschen hinten dran geblieben. Die Kom, auch wenn es eine Wüste ist, bietet dem Spieler trotzdem ein paar interessante Aspekte. Jetzt nicht nur, weil es streckenweise der kürzeste Weg ist, weil rundrum Gebirge und das dauert dann entschieden länger. Es gibt auch die eine oder andere Ruine, die sich da im Wüstensand versteckt. Sehr gut umschrieben, Naja, es gibt eine komplette Kampagne, die sich darum dreht, die halt auch zum großen Teil in der Kom spielt, die Drachenchronik, die ja gerade bei Rerion auf dem Kanal gespielt wird, mit seinen vier Damen bei den Novadis, sehr spaßig. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, da liegen irgendwo Überreste von einem sehr alten, sehr mächtigen Drachen, die da das Interesse gewisser Personengruppen geweckt haben. Ja, Also es, die mystischen Geheimnisse der Wüste sind ja auch vielfach, ne? Viel mannigfaltig sind es, glaube ich. eine elfische Elementarstadt, die da noch rumwuselt. Ja, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, also nicht auf die Stadt, sondern auf eine weitere Sache, die mir ein bisschen, wir haben es jetzt ganz doll gelobt, auch diese Regionalspielhilfe. Eine Sache, die ich wirklich blöd finde, also ich persönlich, es gibt bestimmt Leute, die das mega feiern, ist, dass sie die Bene Grauchi, also die Wüstenelfen, spielbar gemacht haben. Für mich waren die Bene Grauchi, denen man ja auch in der Phileas-Saga begegnet, eine aussterbende Sippe, eine aussterbende Elfensippe, deren Eigenheit es wirklich ist, dass es da keine. Also die sind so wenige. Das sind wirklich die Snowflakes, die Snowflakes, die Snowflakes. Ja. Die sind sogar in den elfischen Sippengesellschaften überhaupt kaum bekannt, überhaupt. So klein sind die. Und die haben als einzige Daseinsberechtigung noch den Schutz von Tishiana. Und da jetzt Abenteurer raus zu rekrutieren zu können und die spielbar zu machen, ich weiß ja nicht. Also das ist mir so ein bisschen andererseits, hey, geil, Elfen aus der Wüste, aber Ja, ich verstehe, was du sagst. Die Bene Grauchi, das letzte Kind, das da geboren wurde, war ja Lailat. ja, mit eins der letzten, ja. Wenn ich mich recht entsinne, die zumindest in deiner Interpretation, jetzt weiß ich nicht, wie das vorgesehen ist, habt ihr ja wieder zurückgebracht. Und ich hatte da ja unter das letzte Video von dem Abenteuer drunter kommentiert, dass ich es halt sehr schön fände, wenn durch die Rückkehr von Lailat, dieser Fluch der Kinderlosigkeit aufgehoben werden würde und
das halt so ein paar Jahre weitergedacht, dass dann halt irgendwann so ein kleines Elfenmädchen da an dem Teich in der Oase sitzt, mit einer blau-weiß gestreiften Hose an und so ein Drachenboot da so, halt da mit dem Drachenboot an dem Teich spielt, wo sich keiner so wirklich herleiten kann, warum um alles in der Welt dieses Mädchen da weiß, wie dieses Schiff aussieht. Das halt so weitergedacht, aber das ist halt halt die ausufernde Fantasie eines Konsumenten, wenn man so will, halt eines Lesers oder Zuschauers. Ich finde es grundsätzlich richtig, dass man, also ich finde es gut, dass sie das anbieten, dass es die Kultur und die, sagen wir, die Profession oder sowas dafür gibt, weil es den Hintergrund gibt, es gibt sie in dieser Welt und sie sind auch Wesen, die theoretisch spielbar sind von ihrem Power-Level, sage ich mal. Deswegen finde ich gut, dass sie spielbar sind und was man daraus macht, bleibt ja am Ende jeder Gruppe überlassen. Und das ist natürlich etwas, was man in der Gruppe ausdiskutieren sollte, warum jemand einen Benny Grauchit spielt und warum dieser Elf die Wüste verlässt, wo sie doch so einen wichtigen und einen Existenz- und sinnspendenden Grund haben, dort zu Und sein. dazu halt noch Elfen sind, ne? Das ist ja, also, ne? Ja. Aber ich finde es grundgut, also ich glaube, man sollte niemanden daran hindern, etwas zu spielen, was in der Welt vorkommt, wenn sie das möchten. Und das ist dann immer ein Auswahlungsprozess der Gruppe. Und ich finde es gut, wenn es dafür Regeln gibt, weil es die Einigung einfacher macht. Aber ich verstehe auch dein Bedenken, dass es natürlich quasi dadurch, dass sie spielbar sind, eventuell Leute eher darauf stoßen, sie zu spielen und nicht nur die Leute, die denken, hey, ich habe darüber gelesen, warum gibt es eigentlich keine Kultur für? Dann schreibe ich meine eigene Ja. Kultur, was DSA 5 ja auch explizit vorsieht und anbietet. Also für mich waren die so eine schöne mystische Kirsche auf der Torte, da sage ich jetzt schon das zweite Mal, ne? Also es gibt ja diese kleinen Orte oder diese kleinen Dinge in Aventurien, die halt so ein bisschen noch so ein bisschen entrückt und so ein bisschen zauberhaft wunderbar sind, eben dadurch, dass sie nicht den Zugriff von Spielern bekommen oder Spielerinnen. Dass sie ganz irgendwie ganz entrückt bleiben. Und ich finde, das ist, haben sie ja schon mit den Chakragaya ja auch schon gemacht. Das ist irgendwie so, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber ich wünschte mir manchmal, also, dass sie zumindest irgendwie so ein Ding da dran machen, so Achtung, hier irgendwie, keine Ahnung, Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme oder Ja, so. quasi, dass man dran schreibt, dass so etwas immer Zustimmung der Gruppe braucht, quasi, dass das Ultra einfach selten oder sowas, ja. gesetzt wird. Um da mal kurz mal anzuschließen, weil wir uns ja auch gegen Ende der Folge bewegen. Was ich auch sehr treffend finde, war meine Hauptkritik an der Regionalspielhilfe ist eher, dass ich finde, dass die anderen beiden Regionen, die mit zu dieser Regionalspielhilfe gehören, nämlich die Ferkina, die ja hauptsächlich im Rastuduswal siedeln, Übrigens auch und die dann die kamale Professionen anbieten, dann, ne, ja. Das Emirat Talusa, das noch separat also beschrieben wird, weil es zwar formal zum Kalifat gehört, aber de facto relativ eigenständig hantiert und einen sehr eigenen Hintergrund hat. Ich finde, das wirkt in der gesamten Regionalspielhilfe so ein bisschen drangepappt. Also die Verwebungen kommen hier ein bisschen kurz und es fehlt auch irgendwie so ein bisschen was Eigenes, was die, also in Talusa hat man auch den Konflikt in Talusa, aber auch der ist irgendwie, hat sich für mich nicht so packend angefühlt und die Ferkina. Da ist mir überhaupt nichts hängen geblieben, was bei den Verkindern gerade wirklich passiert, außer ja, weil sie in den Bergen sitzen, sind sie auch betroffen von dem, was die Novasis betrifft, aber halt nur so ein bisschen. Und da müssen jetzt mehr Kontakte geknüpft werden. Das fand ich ein bisschen schade und das war meine größte Kritik. Ich finde, es ist eine wunderbare Spielhilfe für die Qom und für die Novadi, aber für die Verkina und für das Emirat Talusa ist es wahrscheinlich noch lesenswert, aber ich würde, glaube ich, niemandem sagen, ja, das sollst du dir auf jeden Fall kaufen, wenn du einen Charakter spielen möchtest, der bei den Ferkina groß geworden ist. Stimmt, ja. Da finde ich, ist auch Potenzial ein bisschen verloren gegangen. Das ist natürlich auch mal durch Seitenzahl begrenzt und die Novalis brauchen, also haben natürlich den größten Platz, weil sie die größte Gruppe der drei sind. Aber das finde ich ein bisschen schade und das merkt man auch hier im Podcast, die kamen bis jetzt gar nicht zur Sprache. Ja. Ja, also wir könnten jetzt, glaube ich, noch 2 Stunden darüber reden.
Ich kann euch nur raten, blättert mal rein, wenn ihr in eurem örtlichen Rollenspielladen seid und das Ding irgendwie ausliegt. Verschafft euch mal einen Überblick und für eine Kaufempfehlung von mir auf jeden Fall. Machen wir ja sonst irgendwie gar nicht hier in diesem Podcast, dass wir irgendwie was empfehlen. So, aber ich meine, das ist auch das erste Mal, dass wir jetzt irgendwie so eine neu erschienene Regionalspielhilfe einfach mal ein bisschen besprechen. In all ihrer Oberflächlichkeit, wie wir das jetzt hier gemacht haben. In Aber gewissem Maße habt ihr es in der Erwähnerfolge getan. Das wären auch tatsächlich die beiden Spielhilfen, die ich als erstes empfehlen würde, wenn man irgendwas haben möchte, was Örtlichkeiten beschreibt. Das Wüstenreich und die Erwähner-Spielhilfe sind für mich die beiden besten, die bisher erschienen sind. ja, das stimmt, Havina hatten wir noch gemacht. Ja. Also blättert mal rein, guckt mal, ob es was für euch ist. Und ich will ein bisschen Liebe spreaden für die Wüste, weil die ist ein bisschen, ich fand irgendwie auch in DSA 4 und so, die kam ein bisschen, also trotz der Drachenchronik und allem drum und dran, wird, ist es immer so ein, immer ein bisschen hinten übergefallen. Schade eigentlich, weil da stecken ganz viele Abenteuer drin. Haben wir, glaube ich, heute ein bisschen was angeteasert. Gut, jetzt. Ich hatte eine Frage noch an unseren Gast, und zwar, um dich so ein bisschen vielleicht auch vorzuführen. Würdest du die Regionalspielhilfe nach diesem Gespräch jetzt kaufen? Oder hast du sie vielleicht schon gekauft und würdest sie jetzt lesen? Nein, gekauft habe ich sie nicht. Und also, wenn ich in die Verlegenheit käme, dort ein Abenteuer zu leiten oder halt mir einen Novadi oder sowas zu bauen, ja, würde ich mir kaufen. Übrigens, vielleicht im Anschluss mit der Spielhilfe ist auch ein Rastula Vademecum rausgekommen, das auch, finde ich, lesenswert ist, wenn man wirklich mal einen Rastula-Glaubigen-Charakter spielen möchte. Und es bietet auch eine Übersicht über die 99 Gesetze ganz am Ende, sodass man die immer quasi griffbereit zur Hand hat, wenn man mal wieder nachschauen muss, was denn der genaue Wortlaut war. Die geht auch, finde ich, schön auf einige, auf diese Veränderungen rein und auf die verschiedenen Denkschulen und so weiter. Ist, glaube ich, ein bisschen dicker als die anderen Vademeken, hatte ich das Gefühl. Aber auch die ist schön geworden, finde ich. Naja, hier muss ja auch ein Gott alle Aspekte abbilden. Ja. Das stimmt. Gut, ich bedanke mich beim Nippeltisch für die Impulse des, ich gucke mal von außen auf dieses ganze Ding. Ich bedanke mich bei Atta für die, wie immer, tiefgründige, wissensreiche Ergänzung und In-Depth Bringung. Scheiße, eigentlich mit meinen komischen Wortkreationen immer. Und ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr irgend uns in Kontakt treten wollt und wie der Nippeltitsch hier mal mit uns zusammen über irgendwas reden wollt, ihr habt ja gemerkt, ihr müsst ja gar nicht groß tief in der Materie sein. Es reicht, wenn ihr ein bisschen Advocatus Diaboli spielt oder ein bisschen Fragen stellt oder so. Das gibt gute Impulse. Dann immer her damit. Die Kontaktdaten stehen immer in den Shownotes oder in den Beschreibungen drin. Und wir freuen uns über jeden, der zu uns Kontakt sucht. Wenn ihr ein Thema habt, was wir besprechen sollen, immer her damit. Wir sind dafür ganz doll dankbar. Und jede Bewertung hilft uns auch weiter. Ne? Genau. Und vergesst nicht, den Podcast im Podcatcher eurer Wahl zu abonnieren oder bei YouTube, damit ihr auch nicht verpasst, wenn wir das nächste Mal eine Folge ausstrahlen von Neulich in Aventurien. Genau. Denn das nächste Mal sehen wir uns dann wieder oder hören uns wieder zu einem völlig anderen Thema. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.